Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen ein Date-Look schminken. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ob man jetzt mit seinem Freund, so wie ich, 13,5 Jahre bzw. über 13,5 Jahre zusammen ist oder gerade erst das erste Date zusammen hat, man hat doch immer wieder ein Anlass für ein schönes Date. Heute Abend haben wir ein Date sozusagen. Wir werden nicht rausgehen oder so, aber manchmal habe ich einfach das Bedürfnis, mich auch dann hier zu Hause ein bisschen schick zu machen. Wir werden einfach Burger selber machen und danach einen schönen Film gucken. Ich weiß nicht, ob wir... Wie hieß der nochmal? Weiß ich nicht. Mein Freund hat irgendwas mitgebracht und das gucken wir. Captain Marvel. Ja, den gucken wir gleich, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, beziehungsweise heute Abend. Habe ich jetzt schon mal mein Outfit soweit an, wie ich das gerne hätte. Ich bin schon den ganzen Tag damit rumgelaufen, um ehrlich zu sein, weil ich es einfach schön finde. Heute ist es abgekühlt, also anstatt von 40 Grad haben wir nur noch 30 Grad. Dementsprechend kann ich dann auch halbwegs langärmlich tragen. Das ist ein ganz kurzes Kleidchen. Darf man auch zu Hause mal anziehen. Genau. Und ja, von H&M übrigens. Habe ich im Wintersale für, ich glaube, 5 Euro gekauft. Naja, wir gucken mal, was wir uns ins Gesicht geben. Als erstes brauche ich einen Primer, denn, naja, alles soll ja gut halten und es ist ja trotzdem noch relativ warm. Der ist sweatproof, der hat einen Lichtschutzfaktor von 20 und einen Instant Blur-Effekt. Ich habe mir gedacht, dass der tatsächlich für jeden von uns, für ein Date, sehr gut ist, weil du ja tatsächlich entweder ja, in Schwitzen kommst, weil es warm draußen ist oder weil du nervös bist oder weil ihr irgendeine coole Aktivität macht oder so, zum Beispiel, keine Ahnung, Quad fahren oder so, ne, was man so am ersten Date so macht. Deswegen sweatproof, SPF 20, immer gut, einen Lichtschutzfaktor zu tragen und Instant Blur Effect fand ich übrigens auch sehr witzig. Man macht doch beim ersten Date vielleicht auch mal ein Selfie zusammen. So, der ist von Essence Day, You Better Work Primer, den finde ich super, habe ich auch auf meinem Hochzeitsgast-Make-up gerne getragen. Der kommt hier so ein bisschen dickflüssig raus und ist quasi blau-grün, so wie meine Nägel jetzt auch, die ich heute Morgen habe machen lassen, sind die nicht geil. Holonägel. Oh, hier steht drauf. Es ist so. Ich sagte meiner Nagel, hier komm, wir machen mal Ocean Nails. Und sie sagte, wie meinst du das? Ich sagte, mal gucken. Mach erstmal irgendwie blau oder so. Und dann wollte ich erst irgendwie hellblau haben. Und sie sagte, nee, hellblau, das geht nicht, weil wir ja nachher noch Holo drauf machen. Ich sage, wie? Ja, auf blau kann man auch Holo drauf machen. Nicht nur auf pink wie beim letzten Mal, sondern auch auf blau. Yay. So richtig geil. Mega geile Nägel. Dadurch, dass da ein Lichtschutzfaktor drin ist, lässt er sich halt auch wie eine Sonnencreme mehr oder weniger verteilen. Also es ist schon sehr dickflüssig und ein bisschen nicht so silikonig oder sowas, ne? Und der riecht sehr, sehr angenehm. Ich finde, der riecht ein bisschen nach Nivea-Creme. Der Haarreifen muss rauf, Leute. Sonst wird das nichts mit meiner Frise heute. Das funktioniert dann nicht. So, ja, den mag ich. Sonst hätte ich ihn mir jetzt nicht aufgegeben, ne? Ich brauche meine Lippenpflege zwischendurch. Ich vergesse das mir immer wieder neu rauszulegen, aber deswegen krame ich jetzt hier auch immer. Das ist von Rival de Lupien, der Superfruits Lip Balm. Den habe ich hier stehen, den benutze ich halt immer, wenn ich jetzt hier beim Schminken oder beim Drehen sitze und mir denke, ach, so ein Lippenbalsam wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Ach so, du kannst übrigens in diesem Video auch was gewinnen. Und zwar die NYX oder NYX Whipped Wonderland Palette. Das ist eine Lidschattenpalette, die ich dir jetzt auch mal eben aufmache. So schaut die von innen aus. Das sind wundervolle Nude-Töne. Das sind sowohl matte als auch schimmernde Töne. Und ja, die kannst du in diesem Video gewinnen. Und was du dafür tun musst, sage ich dir später nochmal. Jetzt steht sie da. Da. Ja, das Licht scheint ja jetzt nicht so drauf, aber sie steht da. Sie ist da. So, jetzt nehmen wir uns eine Art Foundation. Also ich habe mich jetzt heute für eine CC-Creme entschieden. Zum einen, weil es relativ warm ist und zum anderen, finde ich, bei einem Date trägst du jetzt nicht so eine Schicht Make-up, sondern du siehst schon zu, dass du relativ natürlich auch da bist. Weil Männer erschrecken sich oft davor, wenn Frauen da sitzen und zugekleistert sind und das muss alles halt auch irgendwie harmonisch aussehen. Da habe ich hier, die ich auch aktuell in meinem Aufbrauchprojekt habe von meinen Proben, die Eborian Korean Skin Therapy CC Cream und das ist eine High Definition Radiance Face Cream mit Lichtschutzfaktor 25 und das ist die Farbe Clear. Also die kommt erst weiß raus, aber sobald du das mit den Fingern in die Haut einarbeitest, wird die quasi sich deinem Hautton anpassen. Das machen wir jetzt doch mal. Miau.
Siehste, ne? Das passt sich dem Hautton an. Das finde ich total super. Und auch die riecht wieder schön nach Sonnencreme, Nivea-Creme. Wegen dem Lichtschutzfaktor ist das alles sehr, sehr angenehm im Gesicht. Ach, herrlich. Und die hat halt so richtig so Pünktchen da drin. Und das sind die Pünktchen, die sich halt bei Hautkontakt und beim Einarbeiten in die Haut verfärben. Finde ich mega witzig, dass es sowas gibt. Da hatte mir die liebe Lea in ihrem Favoritenpaket, das sie mir ja geschickt hat, auch so eine ähnliche mit beigelegt. Die muss ich noch austesten. Ich darf mir jetzt diesen Monat, wenn ich quasi mein Aufbrauchvideo für Juli drehe, nicht nochmal, also wir haben heute noch Juli, ich drehe ein paar Videos vor, tut mir leid, nicht nochmal eine Foundation rauslegen, weil die, da ist noch so viel drin. Und ich möchte dann halt auch andere Foundations wieder benutzen. Aber du brauchst von dieser hier echt nicht viel, was ich super angenehm finde natürlich. Aber was dann dazu führt, dass man die, die man hat, halt nicht benutzt. Und das ist ein bisschen schade. Und ich bin halt sehr akribisch, wenn ich dann wirklich sowas in einem Projekt drin habe, dann wird es auch aufgebraucht, bis es leer ist. Das verbindet sich so schön mit der Haut. Das sieht einfach richtig, richtig toll aus. Du hast noch einen leichten Glow und ich finde das unfassbar toll. Das ist eine tolle CC-Cream. Mag ich richtig, richtig gerne. Mag ich sogar noch ein Stück gerne. Lieber als die CC Plus von It Cosmetics. Naja, aber das ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall für ein Date, weil so kommt halt deine natürliche Haut noch raus und du hast halt alles ein bisschen perfektionierter, halt CC, ne? Color Correcting und nicht Bam in your face. Bevor ich das jetzt mit einem Schwämmchen einarbeite, gehe ich nochmal mit einem Concealer drüber, beziehungsweise unter meiner Augenpartie. Da benutze ich hier von Dr. Pierre Rico den Luminex Pair 3-in-1 Eye Treatment. Das ist gegen Müdigkeit, das soll alles weich zeichnen und halt ja dunkle Augenringe korrigieren. Auch da wieder ganz, ganz leicht und dann mit meinem Finger das erstmal vorsichtig verteilen. Hat auch eine mittlere Deckkraft. Aber der lässt alles wundervoll aussehen, finde ich. Das ist auch eine schöne Farbe, die passt für mich sehr, sehr gut. Und ja, Leute, ich habe mir neue Schwämme gekauft. Und zwar hat Luisa Creschen in Zusammenarbeit mit Luvia wieder Produkte rausgebracht. Es gibt ja schon ihr Pinselset zum Beispiel, was ich noch nicht habe, weil irgendwie bin ich zu kniepig. Ja, Luvia Cosmetics meets Crash. Und hier drin waren zwei Schwämme. Und über die Größe... Größe spielte definitiv eine Rolle. Also das war der Einleger, ne? Und jetzt habe ich sie feucht gemacht. Und das ist der Oschi von Riesenschwamm. Ich meine, ich habe keinen kleinen Kopf. Und das ist quasi eine normale Größe von einem Schwamm. Ich wollte es nur nochmal so demonstrieren und quasi daneben halten, ne? Könnt ihr bei Amazon bestellen. Ich verlinke euch auch alles, was ich hier so finde, unten in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. So, und jetzt möchte ich einfach mal dieses Oschi-Ding nehmen und über mein Gesicht gehen. Und ich bin super gespannt. Also es fühlt sich so witzig an. Echt. Kannst du hier auch... Oh ja, da kannst du super präzise mit unter die Augen gehen. Das ist geil. Es ist einfach riesig. Geht alles so viel schneller, weil du direkt so super viel erwischt. Das ist echt, also gutes Produkt. Und der ist schön weich. Also ich habe ja einen Luvia Schwamm schon da in Schwarz und finde den auch sehr toll von der Oberfläche her, von der Verarbeitung, also wie er auch mein Gesicht verarbeitet. Sagt man das so? Ich weiß es nicht, wie er auf meinem Gesicht sich halt so verhält, ne? Und der ist auch super toll, der ist schön weich, der lässt sich echt, also... Schön anwenden. Das tut voll gut. Das ist wie eine kleine Gesichtsmassage jetzt und nicht wie ein viel zu harter Schwamm oder so, ne? Und der ist so schön groß. Oh, ich möchte mit ihm ins Bett gehen und schmusen. Das war jetzt auch komisch formuliert, aber das ist ja manchmal der Fall. So, ich packe das jetzt in diese Plastikverpackung, die ja in diesem Ding drin war. So, als nächsten Schritt könnte ich jetzt einfach mal mein Gesicht setten. Dann nehme ich mir hier von P2 den C2Face Compact Powder. Das C2Face Compact Powder, das hatte ich im Trash-Paket von der lieben Bianca drin. Und das ist mega cool. Du hast da einen Spiegel drin, dann hast du hier das Puder. Und ja, damit pudere ich jetzt mal mein Gesicht ab. Nehme mir dafür auch, wo wir gerade bei großen Sachen sind, einen großen Real Techniques Pinsel. Und pudere mich ab. Auch das von der Farbe her finde ich jetzt sehr, sehr natürlich. Es ist nicht zu sehr kabam. Man sieht es halt auch nicht wirklich auf der Haut. Das finde ich angenehm. Ich hatte erst ein bisschen Bedenken, weil das ja auch eine Farbe hat, dass es vielleicht zu hell ist. Aber gut, was soll bei mir mal zu hell sein? Da muss man schon weißes Puder nehmen. Und selbst das wird ja transparent. Ja,
Ne? So kann man es lassen. Finde ich ganz nice. Mattiert schön, ist aber auch sehr, sehr soft, wie es ja auch schon draufsteht. Und ja, das gefällt mir sehr gut vom Ergebnis her. Ich habe noch ein bisschen Schein überall. Ich glaube, da muss ich noch einmal kurz drüber gehen, ein bisschen das abpudern, weil es einfach warm ist. Ne? Puh, mit den Lichtern hier ist es doch eine andere Nummer, als wenn man einfach nur im Sofa sitzt. Im Sofa vor allem. Genau, auf dem Sofa sitzt. Genau, ich habe hier Lichter, da. Überall. Soll ich dir mal zeigen, wie das aussehe, wenn ich hier keine künstlichen Lichter an hätte? Ja. So ist es, wenn das Ringlicht aus ist. So ist das, wenn meine zwei Holo-Viecher, die ich von meinem Freund geschenkt habe, aus sind. Hintergrundbeleuchtung aus und Zimmerlicht aus. Also das wäre, glaube ich, eine ziemlich öde Nummer, oder? Ich mach's wieder an. So können wir nämlich alle viel mehr sehen, ne? Alle Fältchen und alle Hautunebenheiten, alles wird gezeigt hier. Hier wird nichts geschönt. Das ist mal wirklich so ein ganz klassisches Puder, was halt aber in einer ultra, ultra tollen Verpackung ist. Ich mag das. So, womit wollen wir denn weitermachen? Ich glaube, wir machen mal weiter mit den Lidschatten. Als erstes benutze ich einen Lidschattenprimer. Da habe ich hier von Too Faced die Shadow Endurance 24 Plus Hour Anti-Crease Eyeshadow Primer. Und das kommt jetzt auf meine Augenlider. Das reicht für beide Augen. So, der hat jetzt schon mal ein bisschen Farbe auf meine Lider gebracht, damit ich quasi so ein bisschen auch diesen Ausgleich habe, dass die Äderchen ein bisschen abgedeckt sind. Und den Look schminke ich mit der Zodiac Gemini Palette. Das ist ja mein Sternzeichen, der Zwilling. Der Zwilling, genau. Und da hast du dieses Rondell drin. Einen großen Spiegel oben natürlich. In der Mitte ist, achso, da ist gar keine Folie mehr drauf. Okay, in der Mitte ist, glaube ich, ein Highlighter oder ein Highlighter-Ton. Und außen drumherum müssten das 9 verschiedene Töne sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, 8 Töne und ein sehr heller in der Mitte. Boah, da jetzt eine Setting-Farbe zu finden, ist gar nicht so leicht. Ich schwanke zwischen dem und dem, um mein Lid zu setten. Ich glaube, ich nehme hier diesen Ton und sette damit einfach mal mein Lid. Oh, das wird sehr ocker. Nee. Den Haar von Sammy. Was soll das denn? Oh, nee. Ich glaube nicht, dass ich mir das bis oben hin hochziehen möchte. Deswegen nehme ich hier erstmal meinen Brush Cleanser und reinige kurz den Pinsel. Und nehme mir dann das Puder und das nehme ich, um meine Base zu fixieren. Gibt es jetzt einfach über dem Ton auch einfach mal drüber, den ich jetzt schon drauf habe. Blöd gelaufen. Das finde ich irgendwie besser, ne? So, den Ton, den ich mir eben als Setting-Ton aufgeben wollte und hier schon habe, setze ich mir als Base-Crease-Farbe mal hier hin. Also die Farbe gefällt mir richtig, richtig gut. Also die finde ich wirklich schön. Ich habe mir die jetzt auch wirklich nicht nur in meiner Base-Crease aufgesetzt, sondern auch ein bisschen noch hier runtergezogen, ne? Manchmal überkommt es einen dann doch. Diesen dunklen Beereton setze ich mir in meine Crease direkt rein, also in die Lidfalte, um das einfach nochmal zu vertiefen. Und die setze ich mir auch tatsächlich außen noch ein bisschen derber hin. Leider hat die Palette echt ganz schön viel Fallout, wie ich gerade merke. Das ist echt holla. Hätte man wahrscheinlich erst den Augenlook schminken müssen und dann die Palette benutzen. Aber ich dachte eigentlich, dass diese Zodiac Mini Paletten von BH Cosmetics gut ohne Bröckeln sind. So, dann wischen wir mal Fallout weg, dass es nicht sich irgendwie zu sehr verbindet mit dem Make-up. Das wäre ein bisschen unschön. Und dann verblende ich, ohne Produkt auf dem Pinsel zu haben, mal die Kanten nach hier oben so ein bisschen. Um das ein bisschen weicher zu haben. Ja, also dieses Braun finde ich okay, aber ich finde es, ich weiß es noch nicht genau, wie ich das finde. Ich muss erstmal weitermachen. Vor allem sollte das ja eigentlich kein Braun sein, sondern vielmehr ein Beereton. Jedenfalls in Natura sieht es bäriger aus, als es jetzt auch auf dem Auge aussieht. Ne? Naja. Zwei Schimmertöne sind in dieser Palette drin und ich habe gehört, dass man die am besten nass auftragen soll, damit sie auch besser halten. Ich versuche es jetzt einmal kurz, dass ich die ohne einen angefeuchteten Pinsel zu benutzen auftrage und dann
schauen wir nachher, wie das mit einem angefeuchteten Pinsel aussieht. Da haben wir einmal diesen Ton hier oben in der Palette und natürlich den Highlighter-Ton. Dann nehme ich dann erstmal den normalen Ton, der in diesem viereckigen Fännchen ist und gebe den mir hier außen hin. Ach, der wird aber auch so funktionieren. Ne? Für mich wird das klar gehen. Ich versuche mal, wie das dann ist, wenn ich den nass mache, den Pinsel. Muss man halt vorsichtig dann in das Fännchen gehen, weil ansonsten machst du dir die Farbe ja irgendwann kaputt. Das will man ja nicht. Ja, weil das wird dann auch krümeliger. Das gebe ich mal aufs andere Auge. Ja, das hat deutlich mehr Kapetiers. Dann mache ich das mit dem nassen Pinsel. Ich wollte mir das dann nämlich hier außen und in den Innenwinkel quasi geben. Oh, der ist schön. Das gefällt mir schon mal ganz gut so vom Ergebnis her. Und jetzt gebe ich mir auf das Zentrum, was ich ja quasi freigelassen habe, den Highlighter-Ton. Und auch den feuchte ich mir vorher an. Und in tupfenden Bewegungen verbinde ich dann die verschiedenen zwei Schimmertöne auf meinem Auge. Und das gefällt mir. Finde ich mega schön. So schaut das dann erstmal aus und das gefällt mir echt gut. Also ich werde jetzt noch ein bisschen oben die Kanten verblenden, weil dadurch, dass ich jetzt mit dem Highlighter-Ton reingegangen bin, hat sich das natürlich ein bisschen hier zum Beispiel verbunden, beziehungsweise ist da hochgerutscht. Gehe ich da vorsichtig mit dem Blendepinsel einfach rein. Aber so finde ich das schon mal ganz nice. So, Unterwimpernkranz. Ich habe ja grün-braune Augen, deswegen macht es Sinn, oben halt auf meinem Lid das Braune zu haben und unten dann das Grüne. Und hier unten ist ein schöner olivgrüner Ton und den gebe ich mir ganz einfach unten dran, da muss man vorsichtig sein, denn mit solchen sehr, sehr festen Pinseln macht man den Ton schnell kaputt. Habe ich gerade gemerkt, das krümmelt dann auch sehr. Genau, dann gebe ich den hier einmal drunter. Das passt so unfassbar gut zu meinen Augen. Also, dass diese Palette einfach grün-braun ist und zu meinen grün-braunen Augen passt, hätte ich nie mit gerechnet, finde ich fantastisch. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das noch ein bisschen ausmunken soll. Eigentlich finde ich das so, wie es ist, halt wenn das ein bisschen dezenter unterm Auge ist, schöner. Aber ich versuche es jetzt mal ganz vorsichtig und gehe dann halt auch einfach in diesen dunklen Ton, der in der Palette etwas bäriger rüberkommt, aber den ich ja schon in der Lidfalte drin habe, gehe da nur ganz vorsichtig rein, also wirklich ultra vorsichtig. Und der kommt dann jetzt hier so ein bisschen noch so dran. Und so finde ich das eigentlich ganz schön. Ja, fehlt jetzt noch ein bisschen was, aber das kommt ja gleich. Ja, die Palette mag ich wohl ganz gerne, kann ich wohl empfehlen, wenn man halt diese erdigen Farben mag. Für mich passen die halt einfach ultra gut, weil ich grünbraune Augen habe. Dadurch wird das Ganze nochmal schöner verbunden und deswegen finde ich die super. So, jetzt ziehe ich mir mal eben einen Eyeliner, mal eben. Da hatte ich in der Box mit drin von Arcaya den 24 Permanent Eyeliner. Das war die Blogger Box und der ist ein bisschen dezenter, der ist nicht so tief schwarz. Finde ich aber zu dem Look sehr, sehr passend. Jana Spiegel kommt zum Einsatz. White Swan Beauty, schaut bei ihr vorbei, tolle Frau. Das ist eigentlich so ein ganz normaler Filz-Eyeliner und ja, unspektakulär. Aber soll halt lange halten. Ja, wie du siehst, ultra präzise kann man damit jetzt nicht unbedingt zeichnen, aber es ist ein schöner Eyeliner jetzt geworden. Aber das ist bei Filz-Eyelinern, wenn man die das erste Mal benutzt, eigentlich immer so. Der kostet 14,90 Euro. Ob der es wert ist, das Zehnfache von dem auszugeben, was du normalerweise für einen Essence-Eyeliner ausgeben würdest, weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde das Ergebnis ganz schön. Auch wenn es relativ schwierig war, den aufzutragen, um ehrlich zu sein. Also da musste ich ein paar Mal nachziehen. Naja, habe ja auch gerade echt eine dicke Lidschattenschicht drauf und alles angefeuchtet und so. Vielleicht liegt es daran. So, Mascara. Nee, erst Augenbrauen, weil dann komme ich sonst nicht mehr an die Mascara ran. Augenbrauen, da würde ich tatsächlich, wenn du ein erstes Date hast oder ein Date allgemein, immer zu Produkten greifen, die du halt immer mal wieder benutzt und die halt auch wirklich dir bekannt sind, damit du nicht solche Balkenaugenbrauen kriegst oder so. Da habe ich ja in Benutzung den Catrice Eyebrow Stylist in der Farbe Date with Ashton, der einfach hier einen ganz normalen Stift hat und auf der Seite ein Spoolie. Und dann ziehe ich mir jetzt einfach mal relativ dezent die Augenbrauen nach. Was du übrigens tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist, mir unten in die Kommentare reinzuschreiben, was dein meist gehasstes Drogerieprodukt ist. Ja.
So, die Augenbrauen sind jetzt relativ natürlich nachgezogen. Das wirkt jetzt in dem Licht tatsächlich ziemlich krass. Aber da kommt noch mein 24 Hours Brow Setter von Benefit drüber. Dann wird das alles schon wieder ein bisschen abgeschwächter. Und nachher noch mit der Mascara und so weiter. Es sieht gerade echt heftig aus, finde ich, in der Kamera. Ups, natürlich und so, ne? Ja, auf jeden Fall ist das so ein wundervolles Gel, was einfach deine Augenbrauen an Ort und Stelle hält. Und ich liebe es. Auch wenn es teuer ist, es ist sein Geld absolut wert. Ja, so. Jetzt habe ich auch wirklich abgerundete Augen. Auf jeden Fall einen Augen... Ne? Jetzt sieht der Lidschatten nicht mehr so extrem hart aus, finde ich. Mascara habe ich... Moment, aber ich muss jetzt ein bisschen aufräumen. Aufräumen, Claudi. Du kannst nicht hier alles so rumliegen lassen. Hier habe ich eine Mascara und das ist eine Mascara, die auch pflegen soll. Eine Argan and Silk Mascara, Clump-Free und Fortifying Mascara. Fortifying heißt das intensivieren oder so, ich weiß es nicht. Von Seraphine Botanicals, die hatte ich auch in einem Trash-Paket mit drin. Und mich hat jetzt einfach dazu bewogen, diese Mascara in diesen Look zu integrieren, dass sie halt klumpenfrei sein soll. Und wenn ich zu einem Date gehe, möchte ich keine verklumpten Wimpern haben. Da möchte ich einfach schön, natürlich, geschwungene, aber trotzdem mega geil aussehende Wimpern haben. Ja, die Mascara an sich sieht relativ unspektakulär aus, ist aber weiß. Sowas hast du dann doch irgendwie relativ selten, also dann doch irgendwie spektakulär. Das, upsala, an dem Bürstchen ist viel Produkt dran. Das Bürstchen schaut so aus, das ist ein ganz normales Synthetik-Haarbürstchen, was ein bisschen dicker ist. Und ja, da riecht auch gut. Oh, was ist denn da noch mit drin außer das? Mit Arganöl, Corn Silk. Ich weiß nicht genau, was Corn Silk heißt. Ich blende dir das hier mal ein. Und Licorice Root Extrakt. Also auch irgendein Wurzelextrakt. Keine Ahnung. Es ist hypoallergen, nicht komedogen. Ich meine, gut, eine Mascara verursacht jetzt relativ selten Pickel, würde ich mal so sagen. Vegan, ohne Phthalate, ohne Mineralöl und ohne Parabene. Also das ist echt ein tolles Ding. Das ist cruelty-free, das ist vegan, das ist gentechnikfrei. Also eigentlich eine geile Geschichte und die wird jetzt erstmal auf die Wimpern gebracht. Ich finde es übrigens schade, dass diese Verpackung sich nicht auf der Mascara widerspiegelt. Wie geil sehe diese Mascara dann im Schrank aus, wenn da so Blüten drauf wären. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, sie sieht ganz in Ordnung aus. Verklumpt definitiv nicht. Macht auch jetzt nur minimal ein bisschen Fliegenbeine, aber das geht alles noch, ne? Ich finde sie aber schon ein bisschen zu dezent, muss ich gestehen, weil ich hab's lieber Kabam, ne? Also ich denke, dass die eher nicht so wirklich was für meinen Alltag ist, weil ich halt lieber Bam mag, also mehr. Also an und für sich finde ich sie schön, aber ich finde sie irgendwie zu wenig. Was meinst du? Schreib mir das gerne mal. Ich finde es irgendwie ein bisschen wenig. Naja, soll jetzt ja auch nicht so ultra übertrieben sein, ne? Naja, an und für sich eine schöne Mascara. Ich muss mal gucken. Die werde ich jetzt ja den ganzen Abend tragen. Und dann sehe ich ja, wie die sich so verhält. Ob das was wird, ob die bleiben darf oder eben nicht. Ja, muss man ja auch vielleicht ein, zwei Mal öfter austesten. Aber geflasht bin ich halt nicht. So, kommen wir zu den nächsten Punkten. Mein Gesicht muss noch in irgendeiner Art und Weise eine Färbung kriegen. Denn noch sehe ich relativ tot aus. Dann nehme ich als erstes einen Bronzer. Da habe ich aus dem Trash-Paket von der lieben Bianca den Tarte High Performance Naturals Parkave Princess. Genau, den Bronzer. Und der ist hübsch. Amazonian Clay Waterproof Bronzer. Und auch dieses Waterproof hat mich dann schon wieder animiert, ihn zu nehmen. Ja, so sieht er aus. Ist er nicht wundervoll? Oh, ich hätte euch den ja schon gezeigt, ne? Der ist großartig, der ist noch komplett verschlossen. Wir entfernen die Folie und ja, erstmal gucken wir uns den an. Nett. Ja, leichter Schimmer ist mit drin. Oh, oh, der ist schön. Der kann was. Den mag ich gerne. Und der passt jetzt. Ja, gut, jeder Bronzer würde jetzt wahrscheinlich zum Augenlook passen, ne? Mein Freund und ich hatten übrigens unser allererstes Date, ich meine, ich war 16, er war 18, ne? Das war relativ niedlich, bei einem Bäcker. Ja, das war, wir hatten die erste und zweite Stunde, glaube ich, frei. Ich war in der 11. Klasse, er war in der 13.
Und dann haben wir uns in unserer Freistunde getroffen und da beim Bäcker gefrühstückt. Das war total toll. Oh, der ist schön, der Bronzer. Der ist nicht so extrem und der passt sich super an. Der ist so leicht und locker und flockig und trotzdem da, ne? Also, oh, der verbindet sich einfach mit meinem Gesicht, wird eins damit und sagt, so, wir gehen jetzt eine Verbindung für eine temporäre, für eine gute Zeit ein, für eine, ne? Bis das Gesicht das nächste Mal gewaschen wird, so. Und haben uns lieb. Das ist auch Romantik pur in meinem Gesicht, finde ich. Wie Gesicht und Bronzer sich gemeinsam verbinden, um eins zu werden. Oh mein Gott. Danke, liebe Bianca, dass du diesen Bronzer in das Trash-Paket gepackt hast. Oh, wundervoll. Echt. Meine Herren, meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen meinen neuen Lieblingsbronzer. Man weiß es nicht, aber er passt so gut. Er gefällt mir. Wahnsinn. Tolles Produkt. Ja, I am fully in love. Als Blush verwende ich hier einen von Sleek. Ich glaube, auch den hatte ich in dem Trash-Paket mit drin. Das ist in der Farbe Rose Gold 926. Und das ist auch ein wundervoller Ton, ne? Der ist so, ha, mit Goldschimmer. Oh. Zieh dir das mal rein. Richtig geil. So, Swatch. Oh. Okay, da muss ich vorsichtig mit umgehen. Ja, halt Pinky. Und dann machen wir das vorsichtig. Ganz vorsichtig reintapern, abklopfen. Nein, da kann ich mehr nie. Hä? Der sah so krass auf der Hand geswatcht aus. Aber im Gesicht siehst du da nicht so viel von, ne? Da hast du einen Schimmer. Aber sonst? Also, flasht mich jetzt nicht so, wie mich der Bronzer jetzt gerade geflasht hat, muss ich gestehen. Du hast den Schimmer halt auf der Haut, aber er ist ultra dezent. Ich glaube, der ist mir zu wenig, Leute. Bau ihn mal ein bisschen auf. Nee, der ist mir zu wenig. Also das macht zwar so einen gesunden Flow ins Gesicht, was jetzt vielleicht auch sehr natürlich dann wirkt und dann auch passend zu dem Look ist, aber für mich ist es kein Blush, den ich jetzt gerne benutzen werde. Deswegen wird auch der Blush weiter wandern. Highlighter-Palette. Ich benutze in diesem Video übrigens die neuen Produkte von Catrice, die ich gekauft habe. Das ist hier von Catrice Luminize Highlight Bronze and... Nein, Highlight and Bronze Glow Palette. Da ist ein Soft Highlighter, ein Highlighter und ein Bronzer Topper quasi mit drin. Softer Highlighter, derber Highlighter, Bronzer Topper. Und ich möchte jetzt den derben Highlighter nehmen. Ich meine, der kann jetzt natürlich nicht gegen den gegen die beiden losen Highlighter anstinken, die ich jetzt in den letzten Boxen mal drin hatte, ne? Aber ja, ein schöner softer Glow ist das, ein schöner goldener Schimmer. Und er lässt sich doch derbe aufbauen. Doch, da muss ich den Highlighter mal jetzt einfach mal in Schutz nehmen. Ne? Wenn man den derbe haben will, kann man ihn auch derbe machen. Das ist okay. Das, was ich jetzt normalerweise ja für einen Date-Look auch machen würde, wäre Schlüsselbeine und die Schultern zu highlighten. Denn ich habe ein schulternfreies Oberteil an und man möchte ja hübsch aussehen. Also nehme ich da auch wieder diesen Highlighter und mache so komische Bewegungen, um meine Schlüsselbeine zu sehen. Weil sie ja sonst einfach normal sind, ne? So sieht man sie dann etwas mehr und dann trifft man die auch einfach. Das sieht ja ziemlich krank aus. Also krank im Sinne von wirklich krank. Viel zu dünn krank. Sollte man nicht sein. Also das nur mal so. Aber wenn man sich halt so bewegt und redet und so, dann kommen die Schlüsselbeine ja hervor und dann sieht man die halt durch diesen Highlighter etwas mehr. Wie bekloppt sieht das bitte aus, wenn man seine rechte Schulter als Rechtshänder highlighten will? Grobmotorisch, ne? Was will ich noch highlighten? Ich liebe diesen Highlighter gerade so ein bisschen und möchte eskalieren, weil ich mag dieses Nasse gerade, was hier so abgeht. Nein, es reicht, es reicht, es reicht. Übertreibt nicht. Da war meine Speicherkarte gerade so
geschockt, dass die einfach mal voll war. Okay, ich sollte mich nach wie vor fokussieren. Dies ist ein Date-Look, also nicht eskalieren. Dies ist kein Claudius, eine Disco-Kugel-Look. Also belassen wir es bei diesem Highlighter. Nein, noch nicht ganz, denn ich muss ja noch meinen Inner Corner und meine Augenbrauen highlighten. Ha, ich kann ihn noch weiterverwenden. So, gehe ich da einfach mit so einem Pinsel rein. Ne? Das ist kein aufregendes Pinselding. Und setze mir das erstmal als Inner Corner Highlight. Krümmelt ein bisschen. Wird weggepustet, eiskalt. Mag ich aber gerne leiden. Wenn man den Highlighter, den man so normal drauf hat, halt auch als Inner Corner Highlight und als Augenbrauen Highlight nimmt, finde ich, wirkt das Ganze halt noch so ein bisschen harmonischer. Boah, der passt auch so schön, ne? Weil der ja so leicht Gold Champagner ist und der Augenlook ja auch so ins Bräunliche geht. Das ist sehr harmonisch zusammen. Und ich finde es immer wieder witzig, wenn ich mir ein Augenbrauen-Highlight setze, wie sehr das einfach meine Augenbrauen optisch anhebt. Wahnsinn. Mega tolle Palette, Leute, kann ich euch empfehlen. Ich weiß gar nicht, ist es eine Limited Edition? Die gibt es auf jeden Fall in meinem Beauty Haul zu gewinnen, ja. Und den Nagellack, den ihr in dem Video gewinnen könnt, den trage ich sogar auf meinen Füßen gerade. Egal. Too much information. So, als nächstes benutze ich jetzt ein Fixing Spray und da habe ich von der lieben Suna bekommen, von Urban Decay, den All Nighter. Klein, aber fein. Und jetzt kommen wir zu den Lippen. Lippen ist immer so eine Sache bei einem Date, ne? Manchmal sagt man, okay, ich möchte, dass es knallig auf den Lippen ist. Da kann ich euch die von Kess auf jeden Fall empfehlen. Die hatte ich ja auch in meinem Beauty Haul getestet. Ich mache mal das kleine Täschchen auf. Die halten dir 100 Jahre auf den Lippen. Also ich habe hier die drei verschiedenen Farben. Das ist Pink, Weinrot und so ein richtig schönes Erdbeerrot, würde ich mal so sagen. Unfassbar. Das sind Lip-Tints, also die färben dir die Lippen auch richtig ein. Du kriegst es auch einfach sehr schwer ab, ne? Also das muss man halt auch bedenken. Das knallt sehr auf den Lippen. Ich finde es auch wundervoll. Ich würde zum Beispiel jetzt zu diesem Look auch diese weinrote Farbe unheimlich gerne tragen. Ist auch kussecht und so, ne? Auf jeden Fall. Ich persönlich bevorzuge es jedoch bei einem, ja, Date etwas zu tragen, was man dann halt auch gegebenenfalls mal kurz abmachen kann und wieder neu drauf machen kann, dass es relativ simpel ist. Da habe ich hier auch aus der Catrice von dieser Limited Edition Generation Plump and Shine Lip Gloss und ja, den werde ich jetzt drauf machen. Farbe ist die 110 Shiny Gamut. Dadurch, dass du dir einfach nur so einen schönen shiny Lipgloss drauf machst, ziehst du ja nach wie vor die Aufmerksamkeit auf deine Augen, denn da soll der Mann ja bitte hingucken, ne? Oder eben dein Gegenüber sollte dorthin schauen. Und ja, ansonsten ist das jetzt einfach nur so ein schöner Glow auf den Lippen, der deine Zähne ein bisschen weißer erscheinen lässt und einfach so ein bisschen alles verbindet und alles ein bisschen harmonized und so, ne? Gedöns halt. Ja. Das heißt, ich persönlich bin dann eher für Gloss zu haben, für so, ne, durchsichtige Geschichten und für dieses Dezente. Wer es aber ein bisschen mehr kabellen möchte und tatsächlich die Aufmerksamkeit auf die Lippen richten möchte, schaut euch die an. Da können alle anderen, die ich bisher getestet habe, vor allem aus der Drogerie, einpacken. Also die können da nicht gegen anstinken. Die von Kess, die finde ich richtig cool und gut. Genau, weil die einfach unfassbar halten. Also die machen alles mit. Du kannst den Burger essen, eine Pizza, Spaghetti, alles. Und sie bleiben einfach drauf. Zuverlässig. Ja. Es ist Sommer. Und weil Sommer ist, lasse ich meinen Bommel tatsächlich auch drin. Also mache jetzt nicht meine Haare auf. Weil wenn ich jetzt meine Haare aufmachen würde, würden sie ja quasi auf meine Schultern, auf meinen Rücken und so weiter gehen. Und das sehe dann irgendwann echt fettig aus. Und das möchte ich nicht. Und man möchte sich ja auch einfach frei fühlen, ne? Deswegen ist das jetzt tatsächlich mein fertiger Date-Look. Ja. Eins haben wir noch, ne? Und zwar der Duft. Natürlich benutzen Deo. Am besten ist das so, ne? Aber man sollte sich irgendeinen Duft auswählen, der vielleicht nicht zu aufdringlich ist, der aber auch zur Jahreszeit passt, der zum Ambiente passt und einfach auch zu dem, was ihr gerade so treibt. Ich habe mir hier den hier ausgesucht. Das ist der Michalski Berlin Summer Ton. Ton vor allem. Duft, das ist ein Parfüm, was ich von der lieben Jana, White Swan Beauty, ne? Denkt dran, schaut vorbei. Im Tauschpaket hatte und Leute, oh Mist, da habe ich geswatcht, er ist wundervoll, er ist wirklich schön, also passt perfekt zu mir, das ist so mein Duft, ne, so richtig schön blumig und sanft und angenehm. Denkt dran, in diesem Video gibt es ja ein Gewinnspiel und Videofrage habe ich dir gestellt, ja, genau, beantworte die einfach. Ansonsten würde ich einfach, ich kann gar nicht mehr reden, es ist warm und ich bin kaputt.
Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!